Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Angezockt-Projekt bei uns und diesmal mit einem Spiel, auf das ich mich schon eine ganze Weile gefreut habe, denn wir schauen uns Battlefleet Gothic Armada an und ich bin total Fan aus den ganzen Spielen vom Warhammer-Universum und gerade bei sowas hier, denn das ist diesmal im Weltall und geht um die Raumschiffschlachten, die auch erst früher schon auf einem Brettspiel gab. Und die ich wirklich wahnsinnig gerne gespielt habe. Es ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal sowas gemacht habe. Ich guck mal kurz hier rein. Wir haben die vier Rassen, die Imperiale Flotte, das Chaos, die Ork-Piraten und die Eldar-Korsaren. Wenn man sich das Ganze vorbestellt hat, da gab es dann auch noch die Space Marines. Ich glaube, ich schaue mir die Elder an, weil ich bin jemand, der sehr gerne die Waffen frontal hat. Und deswegen nehme ich mal die hier. Und da schauen wir uns erstmal ein kleines Scharmützel an. Wenn euch das ganze Game gut gefällt, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Und dann werden wir uns mal davon so ein bisschen die Kampagne anschauen. Nehmen wir einen Elder-Admiral. Nehmen wir jemanden. Ich hatte da nämlich schon mal reingeschaut. Und dann nennen wir uns... Was ist denn Fabi mit Elder? Dann nennen wir Fabildar, der glorreiche Elder-General auf Normal. So, okay, alles klar. Wir haben da die unterschiedlichsten Schiffe. Die von den Elder sind natürlich so eher wendig, schnell und agil. Da seht ihr sie hier schon. So. Dann suchen wir uns mal noch irgendwas Größeres aus. Das Schiff hier, da seht ihr, hat eher so Kanonen. Und das hier kämpft mit einem Pulsar und Torpedos. Ich bin totaler Fan von diesen Torpedos. Dann nehmen wir nämlich so ein Aurora-Schiff. So, da seht ihr das Ganze. Gefällt mir richtig gut. Hier nehmen wir noch ein Solarschiff dazu. Dann gucken wir kurz, können wir hier eine Fähigkeit auswählen. Das ist dann hier unser Captain. Und ich hatte mir das schon mal angeschaut und da sie sehr frontal kämpfen, fand ich es mal ganz gut, dass wir die Frontalpanzerung steigern. So. Und ich werde einfach nur mit einem großen Schiff kämpfen, deswegen starten wir jetzt direkt mal in eine Schlacht rein und schauen uns das ganze Schiff mal in der Bewegung an. So, wir haben hier unser Schiff mit Pulsar. Da ich sehr Torpedo-Fan bin, aber die kämpfen alle nur mit Pulsaren. Dann nehmen wir hier die Nightshade Destroyer, weil die kämpfen nicht mit einem Pulsar. Warum ich den Pulsar nicht so oft reinpacke, liegt ganz einfach daran. Das ist zwar eine sehr, sehr starke Waffe, aber man muss sie manuell steuern. Und das ist ein bisschen schwierig bei vielen Schiffen auf einmal. Da seht ihr unser großes Schiff und unsere kleinen Escort-Schiffe. Es ist immer ganz gut, so ein bisschen eine Mischung daraus zu finden, dass man nicht zu viele große Schiffe, nicht zu wenig kleine. So. Moment, welcher fehlt noch? Der hier. Okay, man kann hier bis sonst wie was ranzoomen, was ich auch ziemlich cool finde, um das Ganze so ein bisschen in Aktion zu sehen, seine Schiffe. Was haben wir denn für eine Mission? Ich glaube, wir haben... Ach genau, einfach nur vernichtende Schiffe. Wir haben nur zwei Schiffe, der Gegner nur. Okay, ihr seht, dass wir solche Schilde hier aufbauen bei den Elder. Die haben sehr wenig Hitpoints, die Schiffe. Dafür haben die immer noch so ein bisschen Schilde. Hier oben sehen wir, kommen zwei feindliche Schiffe. Wir sehen noch nicht, was es ist. Aber wir bewegen uns einfach mal in die Richtung. Da ich sehr gerne mit Torpedos spiele, die auch frontal rausgehen und die eigentlich unbegrenzte Reichweite haben, schießt mir einfach schon mal eine Welle entgegen. So, jedes meiner Schiffe hat jetzt mal seine Torpedos losgeschickt, wie ihr hier seht. Bei den Torpedos muss man immer aufpassen, weil die können meine eigenen Schiffe nämlich auch treffen. Aber ihr seht, er sieht es noch nicht, was auf ihn zukommt. Und da kommen hier schon so ein paar Geschosse, die übrigens, ihr seht, die haben immer noch so ein paar Skills. So, gucken wir mal. Boah, wenn er das nicht bemerkt rechtzeitig, dann könnte das richtig böse für ihn werden. Die Elder-Schiffe sind sehr wendig. Das heißt, man kann da... Oh, er hat ja anscheinend... Jetzt hat er sie bemerkt und schickt Abwehrmaßnahmen los. Und wir können aber direkt gleich nochmal welche schießen. So. Oh, das sind Orks diesmal.
So, ein bisschen schnell bewegen. Direkt den Pulsar vorne rein. Sehr gut. Und nochmal Torpedos. Und dann sollten wir uns wegbewegen, weil Orks frontal anzugreifen ist nicht clever. Na, ihr seht nämlich, da habe ich jetzt nämlich genau das Problem, dass diese Schiffe von denen extrem stark sind im Verhältnis. Er ist nicht gerade in der Reichweite. Jetzt können wir ihn entern. Kommen unsere Enter-Schiffe raus. Hier ist noch ein anderes Schiff da hinten, was gerade nämlich auf meine kleinen Schiffe schon geschossen hat. Hat sogar schon... unser Triebwerk wurde gerade getroffen. Das ist nicht gut. Wir müssen gleich nämlich mal so ein bisschen schnell hier weg und den auf die Entfernung angreifen. Wow, der hat gerade durch mein Schiff einfach weggerammt. Das sind halt die Ork-Schiffe. Die können sowas. Und... yes, Torpedos. Wenn die treffen, das wird richtig gut. Boah, das war aber auch... ärgerlich. Wir haben gerade echt unsere ganzen kleinen Schiffe verloren, tatsächlich. Jetzt heißt es schnell wenden und den Pulsar abfeuern. Sehr gut. Der Pulsar hat richtig gut getroffen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen ausweichen. Ihr seht gerade, die Geschosse von dem sind ein bisschen zielsuchend. Und haben gerade unsere Waffen vernichtet. Was? Hüllenbrüche? Wir haben doch noch alle Schilde. Wie viel Schaden hat das uns denn gemacht? Was zum Teufel? So, wir müssen... ihr seht gerade, wie wendig wir sind. Das ist unser Vorteil. Aber der Pulsar... unsere Torpedos wurden vernichtet. Das heißt, wir haben nur noch den Pulsar. Das ist jetzt gerade sehr ärgerlich. So, ihr seht aber gerade, dass der hier schon so kaputt ist, dass er gleich explodieren wird, sehr wahrscheinlich. Der hat echt nur noch einen Mikrostrich und trotzdem ist er nicht kaputt. Puh. Wir könnten natürlich jetzt zurückziehen, aber unser Triebwerk ist nämlich auch schon ein bisschen beschädigt, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt mit dem Pulsar nochmal den mitzunehmen. Was? Nein! Jetzt habe ich ihn gerammt. Das war vielleicht dumm. Ja, ihr seht klar, wir haben ordentlich Schaden genommen. Bei dem Rammmanöver. Und das Schiff hinter uns sieht noch ziemlich intakt aus. Und wir haben gerade... der wollte uns echt die Torpedos noch in den Rücken reinjagen. Uff. Ja, das war jetzt für meine erste Elder-Schlacht nicht so gut. Nein, ich habe daneben geschossen. Oh oh. Ihr seht, dass sie so wendig sind. Es kann auch ein ganz schönes Problem sein. Vor allem, da wir unsere Torpedos verloren haben. Und die Orkschiffe kämpfen sehr viel von der Seite. Die haben da ihre ganzen Batterien. Haben aber auch frontal eine ganze Menge Geschütze. So, wir stellen uns jetzt frontal hin. Oh, macht einen Blitzschlag frontal, natürlich super. Aber ihr seht, dass wir eigentlich gerade keine Chance haben. Dafür ist unser Schiff gerade zu schwer beschädigt. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir unser Schiff... vielleicht riskiere ich das Ganze noch. Ist unser... ich habe das Gefühl, dass unser Warp-Antrieb beschädigt wurde. Ihr seht, dass wir ganz schön leiden gerade. Okay, ich guck mal, ob ich meinen Warp-Antrieb machen kann. Ja, kann ich. Wir ziehen uns lieber zurück, weil den Kampf gegen den Dicken würden wir sehr wahrscheinlich verlieren. Ich hoffe, dass der Warp-Antrieb... oh, der ist aber sehr kaputt schon. Ihr seht, dass wir hier ordentlich brennen schon. Wenn das hier nicht durchgeht... oh, oh. Oh Gott. Oh nein. Wir haben es nicht geschafft abzuhauen. Jetzt heißt es nur... verdammt. Ihr seht auch, dass was ganz geil ist, dass die Wracks der Schiffe hier liegen bleiben. Okay. Jetzt heißt es nur noch schnell ein bisschen irgendwo in Deckung gehen.
Ihr seht, dass wir ultra langsam geworden sind. Unser Antrieb ist richtig, richtig schlecht. Wir haben 50% nur noch Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, wir müssen idealerweise wirklich nochmal probieren zu fliehen. So ein bisschen in Deckung gehen. Und jetzt. Da seht ihr gerade unser Schiff. Da hinten kommen die Orks. Oh, oh. Sehr gut. Die kaputten Schiffe sind eine wirklich gute Deckung. Weil alle Schiffe, die wir nicht retten können in einem Kampf, außer die kleinen, da sieht er, bohrt er sich durch. Alle Schiffe, die wir nicht retten können, kosten uns wieder richtig viele Punkte, die neu zu erstellen. Und ja, wir konnten unser Hauptschiff retten. Nicht glorreich der erste Kampf, gar nicht glorreich. Ja, die Elder sind vielleicht auch für eine Anfangsrasse nicht so gut geeignet. Ihr seht, man muss sehr, sehr viele Skills aktivieren dabei. Und das ist halt so ein bisschen ein Problem. Ja, da haben wir ganz schön verloren. Das hier sind übrigens die Chaos-Schiffe. Ja, aber wir haben ein Upgrade bekommen, weil unser Schiff das Ganze überstanden hat. Was nehmen wir denn da? Bei der Bewaffnung. Die Reichweite der Pulsare gehen hoch. ...50% mehr Schaden bei Schilden. Ja, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch eine Schlacht an. Vielleicht halten wir uns diesmal ein bisschen besser. Okay, nehmen wir diesmal zwei große Schiffe. Ach nee, das ist ein Escort. Hä? So, ach nee, das ist ein Transporter, okay. Dann heißt es mal, testen wir das Ganze so rum mal aus. Jetzt haben wir nur noch zwei große. Eben wie der Ork, der gerade gegen uns gekämpft hat. Der eine hat aber sehr, sehr wenig Bewaffnung. Der hat quasi nur kleinere andere Schiffe drauf. Also er ist selber sehr, sehr schwach. Und wir haben als Gegner, das sehen wir leider gerade nicht. So. Zwei feindliche Schiffe wieder als Gegner. Ich sehe aber gerade nur eins. So, hier sehen wir übrigens dann immer die ganzen Werte von unseren Schiffen und auch auf welche Reichweite sie schießen. Dann haben sie also wirklich sehr nah am Brettspiel gehalten, was ich ziemlich cool finde. Wir starten von hier oben. Sind so ein bisschen getarnt gleich, die Elder Schiffe, habe ich das Gefühl, hier außerhalb. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Jetzt sollten wir nicht durch das Asteroidenfeld fliegen. Ich sehe leider nur ein... Ach, das zweite ist so ein bisschen in Deckung gewesen. Was haben wir denn an Schiffen dabei? Wir haben Fighter und Bombergeschwader. Ich sehe gerade, okay. So, dann sollten wir mal gucken, dass wir diese Raketen... So, das sieht doch recht gut aus. Wie viele Raketen hat er denn? 4. Leider haben wir nicht sowas wie einen Scan. Oh, oh, was ist das? Das ist eine Bombe. Da seht ihr gerade, dass, wenn jetzt sobald der Kreis voll ist, wird die Bombe ausgelöst. Da sollten wir unbedingt raus. Genau, das ist nämlich so ein Gravity Field. Und da hat der Gegner auch seine Torpedos geschossen. Gut, dass wir wieder rausgegangen sind. Dafür habe ich jetzt gerade den Gegner verloren. Was? Da sind sie. Da hat er uns ganz schön überrascht. Jetzt würde ich sagen, direkt mal ein Bombergeschwader. Da. So, und die Torpedos haben sehr, sehr gut getroffen diesmal. Und diesmal... Sieht das auch gar nicht mal so schlecht aus. Diesmal den Pulsar. Sehr gut. Die Waffen von dem Kleinen wurden direkt schon vernichtet. Gut, dass er noch wenigstens die Bombe hat.
So, einmal zu versuchen. Na, das war jetzt ein Teleporter-Angriff. Immer erstmal schön diese schnellen Manöver machen. Dann die Skills aufladen. Ihr seht, er hat immer noch eine kleinere Bewaffnung. Währenddessen repariert sich der hier mal. Und jetzt sind seine beiden Skills wieder ready. Der hat ja leider keine normalen Waffen. Das ist übrigens gerade die imperiale Flotte, gegen die wir kämpfen. Und dem hier werden wir jetzt mal eine ordentliche Salve reinjagen. Da, und zwar... So. Und... Pulsar. Jetzt muss ich nur aufpassen. Sehr gut. Das hat ja ordentlich gesessen. Oh, der Captain meutert bei ihnen. Bei dem Schiff. Das heißt, dieses Schiff möchte nicht mehr kämpfen. Oh, und ist geflohen. Das war doch schon mal effektiv. Zwar hat das hier schon ordentlich gelitten. Aber ihr seht, wir haben immer noch das eine funktionierende. Wenn das jetzt erstmal seinen Pulsar wieder verwenden kann. Und unsere gelben Schilde da ganz gut halten. Und... Torpedos, Pulsar. Sehr gut. Oh. Und die Torpedos haben auch wahnsinnig gut getroffen. Habt ihr gerade gesehen, wie die HP runtergegangen ist von dem Schiff? Ich geh mal ein bisschen näher ran, um das Ganze so mal zu sehen. Quasi das Schiff hier mit seinem Tarnfeld auch noch nebenbei. Noch. Das ist das Gelbe eben. Dieses, die Schilde, die ein bisschen Schaden abfangen. So, dann schick mal direkt nochmal ein paar Bomber los. Da starten die nämlich hier. Da seht ihr solche kleinen Schiffe, die da rauskommen, da. Die dann da auch nochmal mit Schaden machen. Ah, verdammt, jetzt habe ich den Pulsar ein bisschen zu wenig reingeknickt. Oh. Der hat jetzt aber auch schon ganz schön Schaden genommen. Sehr gut, wir haben es abgewehrt, dass er uns entern wollte. Auch wenn er mit so wenig HP unterwegs ist, hat er trotzdem noch ordentlich was drauf. Da müssen wir aufpassen. Da kommen die Torpedos. Und? Wow. Und jetzt bloß weg hier. Boah, ich habe gerade gesehen, ich habe fast drei Viertel verloren, als ich ihn gerammt habe. Das sind jetzt hier so diese kleinen Scharmützelgefechte. Da spielt er auch noch eine richtig coole Story und einen Kampagnenmodus, wo man quasi versucht, so das komplette System hier jetzt einzunehmen. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann gucken wir mal, mit welcher Rasse wir das machen und ob wir hier dann die... Dann gucken wir mal, ob wir die Kontrolle über das ganze System hier zurückerlangen. Was heißt zurückerlangen? Erstmal erobern. Also dann, ciao, ciao.